Ich glaube, ihr habt euch gerade eine neue Duellform kämpfen. Boltax, stellt euch die Stadt so vor, als ob eine riesige Faust eines Giganten aus der Erde herausragt. Oh, oh. Wie versteinert ihr? Das ist der Molchenberg. Die Stadt ist drumherum gebaut. Fuck, da ist ja wirklich Molchenberg, was? Es gibt finstere Gerüchte über diesen Berg. Das Varunker Land ist nämlich eigentlich sehr flach und fruchtbar und die gesamte Stadt, die ja auf diesen Berg gebaut wurde, wird auch, ich glaube, von zwei oder sogar drei Seiten vom Radrom umflossen. Genau, der Radrom. Unter anderem auch ist dies ein Grund, warum Trondvik Brigersaum, der gute Freund von Abelmir, dort viele, viele Blumen in einem großen Garten gezüchtet hat, als es ihm noch gehörte. Was meint ihr? Sind die Blumen noch da? Ob die Blumen noch da sind, das weiß ich nicht, aber ich gehe nicht davon aus. Und wenn sie noch da sind, solltet ihr sie vielleicht nicht anfassen. Sie können nichts Rechtes mehr sein. Da werdet ihr wohl mal wieder die Macht des Großmütterchen Sumo hinbringen müssen. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Nun, aber wenn das wirklich so eine Faust, die aus der Erde, ein Berg, der aufgeschüttet ist und die Stadt darum herum und darauf gebaut ist, Bergen können wir Zwerge. Mit dem Fluss wahrscheinlich weniger, aber ich denke, wir werden schon eine Möglichkeit finden, uns dort dann zu orientieren. Nun? Wie werden wir jetzt weiter vorgehen? Ich habe übrigens eine Liste erhalten mit sämtlichen Büchern, die vor Ort sofort zu vernichten. Äußerst überraschend lang. Ach, zeigt einmal. Ja, du überfliegst die Liste Essentia Obscura vom Wesen des Unbekannten, Enzyklopädia Saura, Geheimnisse des Lebens, Geisterhand, die Hand des Geistes, die Gespräche von Rohal dem Weisen, die darf man sogar auch benutzen, die darf man mitführen, die ist einfach nur zu retten. Also geht es nicht darum, dass sie weggeschlossen wird oder dass es verbrannt wird, sondern einfach nur darum, dass die wieder zurück in zwölf göttliche Lande geführt werden. Das große Buch der Abschwörung, das große Paramantus, Lexikon der Alchemie, hermetische und okkultische Verschlüsse der Sicherung, hilfreicher Leitfaden zu wandernden Adepten. Es ist eine endlose Liste, die Eldan Gorbas da bei sich führt. Oh, die Enzyklopädia Sauria. Offenbarung des Nairakes. Ich werfe noch mal einen Blick über die Schulter von Isarun. Sophia Magica. Das ist also ja wirklich eine sehr ausführliche Liste. Alle, die mit der kleinen Fackel daneben bemalt sind, die werden natürlich sofort bei Befund in Brand gesteckt. Wenn wir die Sachen finden, aber ich glaube, wir brauchen den Wagen wieder. Vielleicht nicht unbedingt sofort. Wir wollen schließlich nicht in einer brennenden Bücherei stehen. Echt schon wieder. Nun, es wird sich sicherlich eine Möglichkeit finden, diese Bücher zu sichern. Im Feuer zuzuführen, natürlich. Ja, richtig, also bei diesen verwerflichen Werken. Bücherverbrennungen sind nie gut. Wissen sollte gesammelt werden und den richtigen Leuten zur Verfügung gestellt werden. In der Tat. Vielleicht nicht unbedingt Wissen, das nur dafür da ist, zu töten und zu paktieren. Das sollte vielleicht nicht unbedingt Leuten zur Verfügung gestellt werden. Den richtigen Leuten? So kann man. Ich glaube, es gibt keine richtigen Leute, die paktieren sollten. Aber Pakte brechen, oder? Das muss ja, man doch machen. Ich bin mir sicher, seine Gnadeneltern wird sich an die Preisgefälligkeit seiner Rolle erinnern. Und ich muss erinnere mich an die Sinngefälligkeit meines Ordens. Keine Sorge. Ich leider darüber in Kenntnis setzen, dass der Prius hier in diesen Türen entschieden hat, dass diese nicht fahren sind. Dass die Töchter und die Söhne von Hisinde, das mag ihnen natürlich selbst überlassen sein. Wir werden uns darum kümmern, wenn wir dorthin kommen. Also gut. Haben wir noch irgendetwas vor, außer dass wir uns die letzten paar Tage erholen nach unseren anstrengenden Reisen und dem Maskenball? Ihre kaiserliche Majestät vor, uns noch einmal zu empfangen, bevor wir aufreisen? Ich würde vorschlagen, wir werden auf jeden Fall eine gewisse Zeit damit verbringen, uns gewissermaßen zu verkleiden. Ich würde allen vorschlagen, dass sie sich einmal Gedanken darüber machen, wie sie gegenwärtig auf die Leute wirken. Und da wir ja jetzt nicht mehr die unbekanntesten Berge und Menschen in Aventurien sind, vielleicht gewisse äußerliche Veränderungen anstreben, die kurzzeitiger Natur sind. Wir da Handschuhe brauchen. Sind wir komplett vorbereitet auf darauf, diesen wahren Namen zu sammeln? Nun, ihr habt nicht gesagt, was es beinhaltet, ihn zu sammeln. Ich nehme nicht an, dass es ein
ein Stück Metall ist, das man nehmen und wegtragen kann. Genau, wir haben uns schon damit beschäftigt, dass unsere Magier in der Lage sind, diesen Warnnamen zu finden und irgendwie an sich zu bringen. Nun, ich denke, eine Memoration würde ausreichen. Ich kenne dann die Darstellung dieses Namens nicht, aber... Ich weiß nicht, ob es das Schlauste ist, sich das selbst einzuprägen. Also sagten die nicht, dass es Verstände bricht, auch nur versuchen haben zu erfahren. Ich denke, was vielleicht ganz sinnvoll wäre, so im Kontext dessen, wir wurden ja darüber instruiert, dass wir eine gewisse Hellsichtsmagie dafür nutzen wollen, nicht wahr? Mhm. Das ist richtig. Uns wurde eine Reihe von Kanti genannt, mit denen man einen wahren Namen eines Drachen herausfinden kann. Genau, dass wir uns noch ein wenig darin vertiefen. Das ist sehr sinnvoll, richtig. Ich bin mir sicher, man kann uns hier an den Akademien auch damit weiterhelfen bei dem Studium. Vielleicht auch, falls die Sinnekriege hier auch weiterhelfen, den Rest des wahren Namens jetzt bereits schon zu entziffern. Wenn wir alles beisammen haben und nur noch diesen, das Teil aus... den Teil aus Warum brauchen, dann könnte es hilfreich sein. Danach kann nämlich alles sehr schnell gehen, wenn wir Pech haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann führt ihr auch die Lanze Finsterfang in euren Reihen? Nun, wir werden sie wohl kaum mit nach Warum nehmen. Wir sollten sie aber trotzdem... Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir sie sogar mitnehmen. Wie gesagt, es kann sein, dass wir nicht viel Wahl haben, um hierher zurückzukommen und sie einzusammeln. Ja, wir sollten vielleicht unsere Habe in, weiß nicht, Romulus deponieren. Ich denke auch, dass Romulus ein guter Punkt dafür ist. Und sollten wir die Pferde aus Zorgan kommen lassen? Das auch. Nun, wir haben aktuell noch Pferde zur Verfügung, wenn wir sie halten dürfen. Ich bin mir aktuell nicht sicher. Nun, wir haben Reitpferde zur Verfügung. Ein richtiges Streitross ist da nicht bei. Das ist richtig, es sollte nur zu unserer Tarnung passen. Nun, den Zorgern haben wir auch nicht wirklich Streitresser. Nun, ich bin mir sicher, Fräulein Spurgelsen, dass ich mich als Ritter tarnen kann. Ich habe da vielleicht die ein oder andere Erfahrung gesammelt. Tatsächlich, ja, das mag hinkommen. Also ich würde sagen, es sind nur sehr auffällige Pferde, aber... Wir tarnen uns eher als unauffällige, unbedingt als Ritter oder als Magier oder als Geweihter, sondern vielleicht als Bauer oder Händler. Wenn ihr als Bauer in Warung mit Pferden anreitet. Fräulein Iserun. Ja? Was meintet ihr mit auffällige Pferde aus Zorgern? Sind es dämonische Rösser? Nein, sie sind nur rein weiß. Weiß? Ja. Ja, ich habe sie, sie aus Ohren gebracht. Sie sind nicht aus Ohren, nein. Sie sind weiß wie der erste Hesindeschnee. Sie sind schon keine gewöhnlichen Rösser. Sie erleiden keine Müdigkeit. Wie wir es verstanden haben, kommen sie aus Urania? Ich wollte gerade sagen, das klingt, wenn sie so weiß sind und unter keinen Ausdauerverlusten leiden, nach Glorania. Ja, ich habe dich gerade nun beaufsichtigt. Sie stehen aktuell dort im Stall und ich habe auch die Reiherkirche dort gefragt, dass sie ab und zu mal einen Blick darauf werfen. Aber vielleicht? Wir konnten keinen dämonischen Makel an den Pferden feststellen. Nein, aber jetzt, wo ihr das erwähnt, vielleicht könnte uns das zu einer Tarnung verhelfen. Wenn wir uns als, weiß nicht, Handelstrupp aus Glorania ausgeben? Ja, dann ich habe irgendwo meinen Pelz aus dem weißen Hetzer noch rumliegen. Ich glaube nicht, dass die Leute dort aktuell sehr zuzusprechen gegenüber den Truppen der... Schneekönigin sind. Nicht? Warum? Sind nicht wir haben uns bei Shirasha in dem fliegenden Festung gefunden, ebenfalls geoffert. Galotte. Nun ja, aber das war Transesilien. Asaro blättert mal ein bisschen weiter durch die ganzen Listen, die er da bekommen hat von Rondrigan Palligan bzw. Dexter Nemrod. Nun, wenn ich das richtig gesehen habe, dann gibt es regelmäßige Lieferungen von Gloranien in Richtung Warung, weil das Teriak, er blickt aber einmal zum Zwerg, was gefördert wird, soll wohl helfen, die Paktmale von Untoten bzw. Paktierern in höherem Stadium zu überdecken. Und vor allem Rassasur kann ohne das Teriak nicht mehr überleben. Ich habe gehört, er wartet darin. Dann schneiden wir die Versorgung ab und erledigen den Drachen damit. Das ist ja wunderbar. Das ist, bin ich, Frage, ich bin nicht sicher, ob Versorgung nach dem Verrat von Galotta.
Zum einen, bin ich mir nicht sicher, wie lange etwas solches dauern würde. Zum anderen hatte ich nicht vor, die nächsten 3 Jahre als Renegaten im alten Tobrien zu leben. Wovon redet ihr jetzt? Er hat gesagt, wir schneiden die Verbindung zum Teriak ab. Ja, wenn wir Wahrung kaputt machen, dann war es doch das. Nun, ich denke, wenn er dem Zeug gibt, können wir sie auch vernichten, ja. Er kann so diese Quelle auch anderswo. Er muss dafür nicht unbedingt in Wahrung sitzen. Das Transport ist sichtbar schwierig. Da sagt Boltax, wie verfährt man mit verseuchtem Teriak? Wird das vernichtet? Wird das verbrannt? Vernichtet ist am besten. Kann man es wieder reinigen? Übergebt es am besten den reinigenden Elementen, in diesem Fall dem Feuer. Das. Also mitschleppen und in den Flott schmeißen. Was auch immer ihr tut, ihr solltet es auf keinen Fall trinken. Am besten anzünden. Das, denke ich, bekommen wir hin. Gut. Während Jarlan sich einmal perplex über das Auge streicht, als er das an Teriak denkt, kannst du sehen, wie eine blutige Träne bei dir runterrennt. Wische sie weg. Teriak macht alles besser. Jedenfalls, dies wäre eine probate Tarnung. Wir sollten vielleicht einige Metallgefäße, Flaschen auftreiben und mit, ich weiß nicht, Wasser befüllen oder... Könnt ihr eine grüne Flüssigkeit zusammenrühren, aber mir etwas, was wie Teriak aussieht? Ich denke schon, aber... Für den Fall, dass uns jemand in Frage stellt. Prüfung stand. Natürlich nicht. Nun, die einzige Prüfung der Wirksamkeit wäre es doch, sie zu öffnen, wodurch sie anfängt zu verdampfen und sie dann zu sich zu nehmen. Was wohl niemand tun wird, der nicht, sagen wir, aufgeknüpft werden möchte. Soweit ich weiß, ist Teriak hochmagisch. Eine einfache Prüfung auf Magie würde den gleichen Effekt erzielen. Daher die Gefäße aus Eisen. Wir können ja trotzdem etwas Magisches in die Gefäße tun. Sicher, das irgendein auch. Zaubertrank oder so etwas. Warum nicht gleich Heiltränke? Ja, richtig. Die guten, mit Magie, ja. Magische Heiltränke. Ich muss doch sehr bitten. Wir haben auch welche ohne Magie. Ja, aber die strahlen ja nicht magisch, falls man... Stimmt, wir werfen hier 2 Dinge durcheinander. Ihr seid ein bisschen verwirrt. Ja. Verzeiht, dass ich in letzter Zeit wenig Ruhe hatte. Boltax, wie transportiert man Teriak? Ich bin kein Experte für den Transport von Teriak, im Gegenteil. Ich transportiere das... Teriak in einer Kiste, die mit Eis gefüllt wird. Vorzugsweise mit doppelten Wänden. Na gut, das und die Flaschen sind, wie ihr es euch leisten könnt, ebenfalls doppelwandig und gut versiegelt. Ich habe auch gehört, dass es teilweise in sehr filigranen Glassphären transportiert wird, aber eine solche habe ich nie gesehen. Also, nur einmal, meine ich. Nun, das sollten wir hinbekommen. Gut, und wir vernichten alles Teriak, was wir dort finden, im reinigenden Feuer. Mhm. Das können wir zu den Büchern legen. Das finde ich gut. Gut, dann ruhen wir uns an dieser Stelle einmal aus, gehen in uns, schließen die letzten Rituale und Versorgung ab. Und dann brechen wir in, sagen wir, 3 oder 4 Tagen auf. Vielleicht noch eine vorherige Audienz bei der Kaiserin Rohaya. Ich möchte mich nachts in Habemirs Zimmer schleichen. Wow. Wow. Heuchelangriff. Habemir. Wach auf. Ja, was ist los? Was macht ihr in dem Zimmer? Psst. Was machen wir jetzt mit Scharlachkraut? Nun, wir können sie benachrichtigen. Ich würde Perikum vorschlagen. Es ist relativ nah zu Hafax. Ja. So treffen wir uns dort am besten mit ihr. Und ich würde ihr in Perikum eine Nachricht schicken, dass wir uns irgendwo in den Schwarzen Landen treffen, abseits von Wahrung. Vor Wahrung. Kennt ihr ein Dorf oder ein Weiler vor Wahrung? Es gibt einige. Wie wär's mit Preiosau? Ihr kennt euch aus, nicht ich. Ich weiß nicht, wie es jetzt da aussieht. Legt einen Treffpunkt fest und alles weitere wird sich finden. Sagen wir eher Drilein bei Beilung. Oder Borobund. Nehmen wir Borobund. Gut. Dann machen wir ein Perikum. Dabel mir. Kein Wort zu den anderen. Sie verstehen nicht. Natürlich nicht. Ich denke, ich weiß, wie Iserun darauf reagieren würde. Von Eltern ganz zu schweigen.
Sie werden verstehen. Früher oder später, wenn der Drache tot ist. Vielleicht müssen Sie es gar nicht wissen. War es mit euch. Ja. Mit uns allen. Sicherlich.